Hey Leute und willkommen zurück zu One Piece Odyssey. Wir haben letzte Folge richtig hart Smoker und seine Begleitung verhauen, Wachen ausgeschalten und nun wollen wir in den Palast, denn wir wollen endlich mal nach sehr vielen Folgen dem Crocodile besiegen. Das ist so mein Hauptanliegen. Ich hoffe immer, dass ich nebenbei so einen Vital-Apple finde und so weiter. Oh, Geld ist auch nicht schlecht. Immer looten, Leute. Es ist ein Rollenspiel. Deshalb looten, 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 looten. Ich hoffe, letzte Folge hat euch gefallen. Wir hatten da ordentlich lange Folge, auch wenn ich sie, wenn sie dann doch kürzer war, als ich wollte. Denn es hat an der Tür geklingelt. Der Palast liegt nördlich von hier. Überall Wachen und so weiter. Oh Gott, ist das groß. That's what she said. Fuck. Ey, muss das Gebiet eigentlich ablaufen, ne? Komm ich hier durch? Einfach so? Komm einfach durch. Okay, diesen Gegner. Wieder keine Bonus-Erfahrungspunkte. Ich bin eigentlich nur hier wegen den Items. Denn ich suche natürlich immer in solchen Ecken genau danach. Schatzkisten, Leute. Wir sollten wahrscheinlich auch mal wieder unsere Gruppenbuzzle aufpimpen. Und zwar, wie wird das gemacht nochmal? Fähigkeiten verbessern? Nee. Wie war das denn? Ach, hier oben Ausrüstung, genau. Wir haben Luffy. Ausrüstung aufrufen, Angriff. Okay, hat sich geändert. Den hier wollen wir auch Angriff. Okay, hat sich nichts geändert. Sie hier, weiß ich noch nicht. Ja, hier vor allem Angriff. Okay, hat sich was geändert. Bei ihr hier, was habe ich denn da gemacht? Weiß gar nicht mehr. Mumm vielleicht? Was war Mumm nochmal? Weiß nicht, aber wir machen es mal. Er hier geht auch auf Angriff. Ja, wahrscheinlich eher auf Balance vielleicht. So, jetzt haben wir alles ein bisschen neu ausgerüstet. Neue Ausrüstung. Sind wir da instant stärker dadurch natürlich? Das ist eine Schatzkiste. Wie gesagt, wenn die Gegner keine Bonus-EP bringen, ist es, finde ich, ziemlich unnötig, sie überhaupt zu bekämpfen. Hier kann man wohl nicht durch, oder wie? Ne, okay. Hier kann man nicht durch. Ja, Spiel, dreh mich doch einfach um immer. Hier kann man nicht durch, also muss ich an der Seite. Aber hey, wir haben eine Schatzkiste schon gefunden. Wieder mit Ausrüstungen, die uns verstärken. Bin zufrieden mit dem Rumgelaufen. Also alles wichtig, alles sollte man machen. Das ist eine Taverne. Hier komme ich auch nicht weiter. Hier ist noch ein Seitengang. Wichtig, wichtig. Wir sollten auch öfter mal kochen wahrscheinlich. Bringt ja auch einiges. Östliche. Oh, der Bonuserfahrung. Bonuserfahrung. Rein da. Rein da. Rein da. Bonuserfahrung nehmen wir immer mit. Er macht mehr an. Er hat nicht viel SP. Lass mal normal angreifen. Oh, lol, der macht einen Special-Angriff sogar direkt. Macht zwar jetzt keinen krassen Schaden, aber ich hoffe auf Lähmung. Ja? Lähmung, wichtig. Und? Oh, einer gelähmt, perfekt. Einer gelähmt, perfekt. Wow, 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 wow. Die machen Schaden. Und seht ihr, genau deshalb müssen wir auch zwischendurch mal Gegner besiegen, die Was ist denn da, Leute? Gegner besiegen, die Bonuserfahrung geben. Reicht das? Jo. Haben wir das Gummiband. Stärkste Fähigkeit ever im Spiel, wie schon gesagt. Ja, sehr guter Schaden. Ohnmächtig, oh, wichtig. Ah, den muss man mal angreifen. Ein bisschen SP sammeln wieder. Ah, nervig, nervig, nervig. Der besiegt den hoffentlich. Und SP gesammelt, wichtig. Und
Wir sammeln ja nicht nur SP, wir kriegen ja auch dadurch, habt ihr ja gesehen, die die Freundschaft hoch, wollte ich sagen. Die brauchen wir auch, die Fähigkeit. Na, da greift nochmal an. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Am letzten Gegner, jo, wieder SP sammeln. Wer hat, wer braucht mehr? Eigentlich egal. Wessig. Wie viel Bonuserfahrung gibt das? Lohnt sich das? Jo, 3000. Das lohnt sich. Ihr seht's ja. Level up, level up, level up. Wichtig, wichtig, wichtig. Aber wie gesagt, nur die Bonusgegner. Den Rest finde ich irgendwie unnötig. Den Rest finde ich unnötig. Das war's hier oben? Schauen. Da hinten ist ein Gang, aber warum geht es dann hier hoch? Nee. Hey, lassen die mich einfach so durch? Keine Bonus-EP, kannst du mir mal schlagen. Oh, da ist eine Kiste. Wäre ich denn los? Wäre ich denn los oder nicht? Hm. Willst du aber wissen, ne? Ja, da lässt mich keine Ruhe. Na, ja, scheiße, das ist mir reingelaufen. Ah, ich wollte nicht kämpfen. Ah, das ist nervig. Keine Bonus-EP, aber ich wollte, ich muss die Kiste aufmachen mit Zorro. Ich kann doch jetzt die Kiste nicht liegen lassen. Er blutet, oh mein Gott! Das sieht man so selten. Oh, das verringert den Angriff so enorm. Mal loswerden hier. Wichtig. Der hat ein Riesenschwert, Alter. Oh ja, macht er ordentlich Damage. Hm. Der macht wieder keinen Bonusschaden. Doch, Gummiband macht Bonusschaden. Es ist zwar nicht sehr effektiv, weil elementar Nachteil. Aber hey, Bonusschaden, weil schwach. Und ohnmächtig, oh, wichtig. Und die Pistole. Oh, besiegt auch noch. Was? Der lebt noch? Ey, ich hasse das, wenn sie mit einem HP überleben, ne? Ich hasse das einfach. Das ist so unnötig. Wenn sie mit einem HP überleben. Mann. So für 8, geil. Und die machen ziemlich weniger Schaden, ne? Ich würde echt gerne den einen los. Alter, Raffi, warum machst du so viel Schaden plötzlich? Haben wir geile Ausrüstung etwa angelegt, weil wir jeden falschen Weg laufen? Hä? Einfach nur wichtig. Einfach nur wichtig. Stufe 9, wichtig. Schön mit der SP sammeln, ja. Halt die SPS schön oben. Was? Rein da. Stufe 9. Jo, dann. Weg. Jetzt können wir die Kiste wenigstens öffnen. Wie viele Erfahrungspunkte? 1500. Kein Level Up, aber ich kann die Kiste öffnen. Aber hey, das ist schon krass viel EP, ne? So, jetzt brauchen wir Zorro. Und der öffnet mir jetzt die Kiste. Okay. Ein Vogelfleischchen. Ob es das so wert war, weiß ich ja nicht, oder? Keine Bonus-EP. Sieht auch keine Kiste. Nö. Ohne Bonus-EP sehe ich es nicht so. Also ich müsste eigentlich nach rechts. Ich bin jetzt aber absichtlich falsch gelaufen, um natürlich auch hier noch alles abzuchecken. Ah! Denn wie gesagt, ihr habt es ja schon gemerkt, es bringt viel, diese Schatzkisten aufzumachen. Da vorne sehe ich schon die Schatzkiste. Wichtig, wichtig, wichtig. Bananen-Krokodil-Paste. Okay.
die jetzt so notwendig war, weiß ich nicht. Aber ja, kein Bonus-EP. Aber. Jo, neue Schatzkiste. Yeah! Leute, ich weiß, wir wollen in den Palast und ich renne jetzt hier schon wieder ewig rum. Aber hey, es ist halt. Es gehört zum Rollenspiel dazu, ne? Ich hoffe, ihr chillt auch bei One Piece, ne? Das ist ja schön. Nebenbei Chips futtern oder so. Was versteckt? Ne. Oh nein. Was? Ah. Okay, das haben wir also auch. Ich glaube, jetzt haben wir alles mal weggelootet hier. Okay, gleich. Jetzt. Alles mal weggelootet. Jetzt sind wir bereit, weiterzugehen. Lebenspunkte technisch geht es der Dame gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob man eine Heilung kriegt. Das ist zur Sicherheit mal ein Heilungstrankchen rein. Oh, da ist noch ein Typ. Habe ich vorher nicht gesehen? Hm? Ist aber ich das vorher nicht gesehen? Verstehe nicht. Hier unten. Nein, was? Ich dachte, die kommt vorbei am Fettmops. Ich dachte, ich komme vorbei. Naja, kann nicht schaden, wie gesagt. Kann nicht schaden. Down, perfekt. Ah, oh, wieder eine Spezialfähigkeit. Tun aber auch weh. Hat er eine Brille auf? Ist ja süß. Yeah, in your face. Geht, geht. Nein! Ich hasse es. Ruffy ist so ein Bluter, ne? Wieso blutet Ruffy wegen jedem Scheißdreck, Leute? Ja, yeah, Blutbanks ist auch mal wieder. Macht er wenig Schaden und kriegt viel Schaden. Perfekt. Mal den weg da. Habe ich nie in Betracht gezogen, dass die Werte dann ja max sind. Hm. Ich mache ja mehr Schaden, wenn die SP voll sind. Oh. Sollte man auch mal in Betracht ziehen. Hm? Onigiri! Mach einen Nom-Nom draus. Der lebt da noch immer. Ich kann es kurz. Ah, lebt noch immer. So. Ah, jetzt kein geplanter Kampf, aber hey, komm, 1500 EP. Nehmen wir mit. Eigentlich sollte man gefühlt da alle besiegen. Aber, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen gerade zu langweilig, wenn ich hier ein Let's Play aufnehme. Würde ich alleine spielen? Würde ich alle Gegner hier jetzt gerade besiegen? Ja, ja. Würde ich machen. Was? Was? Waschbärpiraten? Was? Waschbärpiraten? Das ist kein Waschbär, sondern ein Rentier. Wen interessiert? Er wurde. Also, wie ist denn schuld, dass er degradiert wurde? Puh. Oh nein. Ah, was? Ah, Gott. Wollt ihr mich echt nerven? Wollt ihr Ärger? Könnt ihr haben. Ah, Rache. Ah, den hat uns schon angegriffen. Das ist die Rache. Okay, wir gehen jetzt erstmal in die Lady hier rein und nutzen Thunderbolt auf allen, um mal allen zu zeigen, wo hier der Hase läuft. Ne? Zwei gelähmt. Oh, wichtig. Hm, wo schauen? Dann wollen wir hier. Hm. Wahrscheinlich die genau vor meiner Nase.
hat jetzt mehr Damage erwartet. Aber einer brennt. Auch wichtig. Er ist noch immer gelähmt, ja. Gum Gum Gatling. Na, wir gehen zu Nami rüber. Ich kann mit Ruffy sowieso Pistolenangriffe machen. Wichtig, zwei down. Na ja, komm, lass mal. Oh, dieses Bärchen hält verdammt viel aus. Er ist eigentlich gelähmt noch, war auch sehr gut. Jetzt greift er Fettmobs an. Wow! Das ist schlecht. Erstmal würde ich sagen, eine Heilung für ihn. Oh, jetzt braucht sie aber auch eine schon. Ja, ich sehe gerade, sie hat gerade eh keine krassen Pluspunkte mit ihren Fähigkeiten. Kriegst du meine Heilung? Hm. Ob das irgendwie mehr Blutungschance hat, weil es mehr kostet, aber nur 30 Schaden mehr macht, ich weiß es nicht. Immerhin blutet einer. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wie gesagt, ne? Ich lösche mal den von meiner Nase aus, denke ich. Ist am besten. Denke ich. Der blutet ja, ne? Ja, genau. Merkt man. Der brennt. Verringert seine Verteidigung. Versuch mal das Gummiband. Vielleicht wird er ja ohnmächtig wenigstens. Ja, wichtig. Ohnmächtig. Na, ich greife halt weiterhin beide an, denke ich. Ich habe vergessen zu heilen, den einen. Oh, oh. Lüspo heilen. Komplett vergessen. Ja. Ja, weg damit. Der blutet ja, ne? Ja, perfekt. Es blutet nicht mehr, okay. Und der brennt noch. Aua! Zum Glück habe ich ihn geheilt. Geh mal darüber und hau mal die Gatling rein, dass du vielleicht den Typen loswerde. Lol. Ah. Der muss besiegt werden. Na toll. Jetzt bin ich gerade zum anderen rüber gesprungen. So ein Scheiß. Den kriege ich ja nie down. In der Zeit. Ah, ich kann mal den vielleicht loswerden. Oh, das wird schwer, den down zu kriegen. Hab's verkackt. Hab's verkackt, aber ich konnte nicht schnell so schnell besiegen. Wäre es das andere Bärchen gewesen, einfach.
Aber es war leider genau das falsche Bärchen. Den konnte ich jetzt nicht so schnell besiegen. Hoppla, falsche Attacke eingesetzt. Aber egal. Wäre es das andere Bärchen gewesen. Schade. Also war echt nicht einfach, die Kämpfe, ne? Ah, das ist keine Sequenz mit Tschüss, wir gehen. Okay. Aber jetzt kommt wahrscheinlich gleich noch eine Sequenz. Ich sollte... Ne, da vorne ist ein Heil-Dingsi. Komm schon. Ich darf da wohl hingehen, oder? Lass mich zum Heil-Dingsi. Ah, ah. Da ist sie! Bibi gefunden! Einfach losgelassen. Ist das süß. Ist das süß. Ruffy hat die Gruppe verlassen. Was? Zora hat die Gruppe verlassen. Hey, Robin ist doch auch schon weg. Oh, ich werde gemobbt, Leute. Unsere Gruppe besteht nur aus den vielen. Na toll. Muss ich hinlaufen, wenn ich Items einsammeln will. Na toll. Ganz wichtig, erstmal heilen. Aber ja, wir haben Vivi gerettet. Geiler Scheiß. Und dann gab es da noch irgendwo was. Da ist noch ein Item. Lasst euch nicht stören hier, ne? Lasst euch nicht stören. Ich loot hier nur. Kämpft ruhig weiter. Ich loot hier nur ein bisschen rum. Guck mal, ob ich was sehe. Alles ganz entspannt. Lasst euch, wie gesagt, nicht stören. Geht's einfach weiter? Oder ist das eigentlich? Ah, gesehen. Die sind so wichtig. Sanji. Sanji. Nee. War das hier? Hier. Sanji. Kriegt halt noch zwei dazu. Okay, das haben wir auch mitgenommen. Ich mache nochmal einen Sicherheitsspeicherer, falls irgendwas Blödes passiert. Und ich jetzt das Teil irgendwie verliere oder Game Over oder was auch immer und vergesse das Teil. So, und jetzt let's go. Das war knapp. Ruffy. Was ist? Niemand wird auf mich hören. Die Rebellen, die Bürger, die Armee, niemand. Wir können dich hören. Verliebt! Einfach verliebt! Wie sieht das den Uhrenturm. Ruff ist so gut beigetreten. Zora ist so gut beigetreten. Warum? Wegen 5 Sekunden haben die Gruppe verlassen überhaupt. Also manchmal verstehe ich es einfach nicht. Was? Warum, ne? Manchmal verstehe ich es einfach nicht. In so einer Mini-Sequenz musste ich jetzt lesen, hat Gruppe verlassen, Gruppe wieder hinzugefügt. Also, das macht keinen Sinn. 10.000? Auf zum Uhrenturm. Was ist das da vorne gewesen gerade? Barok. Ach Gott, sieht der aus. Eine Kanone. Wer bist du denn, Bon Curry? Bon Curry. Oh Gott. Was ist das?
Was ist das für ein Vieh? So, Kamera. Was ist das für ein Vieh, Leute? Hab ich noch nie gesehen. Sie haben uns nicht begegnet damals. Hm. Interessant. Oh mein Gott, sind das viele Gegner. Ich hau ihm mal eine rein. Damit er weiß, wo sein Plätzchen ist. Oh, der hält gut was aus, ja. Das wird ein schwerer Kampf, glaube ich. Wir konnten... Scheiße, ich habe vergessen, dass die Gruppe nicht komplett geheilt ist. Ich habe es vergessen. Ich habe ja nur die geheilt, die in meiner Party waren. Hm. Ist das nervig. Auch Raffi! Ich habe so noch gedacht, wer blutet jetzt, ne? Was macht da Blut? Natürlich blutet er wieder. Wichtig, zwei down. Alter, deine Riesenknarre. Alter! What the fuck? Hm. Ja, kann nur das machen. War guter Schaden, dachte ich. Hätte ich nicht gedacht. Raketenwerfer, Alter. Aua, scheiße. Oh, oh. Das hat. Wie viele angreifen. Und greift er nochmal an. Hä? Das war schlecht. Oh, schwierig. Er müsste jetzt endlich mal was lähmen eigentlich. Ja, einer ist gelähmt. Immerhin. Und zwei sind down. Er ist schon wieder dran. Wie verarscht mich, ob wir so Ruffy angreifen. Nein, überlebt. Ah, oh, schlecht. Dem geht's leider sehr, sehr schlecht. Deswegen muss ich ihn heilen. Und der blutet ja auch noch. Ah. Oh. Es sind echt viele Gegner. Wieder Raffi. Wieder er. Oh Gott. Er ist so hässlich. Muss irgendwie noch welche loswerden. Aber die bluten ja alle wieder nicht und keiner war betäubt, wirklich. Alter, wie oft greift denn der an? Der greift ständig meinen armen Luffy an. Komm, das ist jetzt down, oder? Ah, wie. Er blutet halt. Das heißt, er macht weniger Schaden. Das ist mein Problem. Trotzdem nicht schlechter Schaden. Trotz Blutung nicht schlecht. Er lebt noch immer. Nein, Zorro! Mmh.
Wenn wir rumüberlegen, eigentlich wäre schlauer gewesen, wahrscheinlich den anderen zu holen, um die Blutung loszuwerden. Ah, glaub schon wieder. Alter, der Schwanenmann ist der nervigste bisher überhaupt durch. Ich fühle den gar nicht. Ich bin nur um Ruffy heilen. Ich muss mal wieder was loswerden. Ja, perfekt. Wäre ich auch umgefallen. Hm? Ah, guter Schaden. Ruffy blutet nicht mehr. Oh mein Gott. Wir brauchen jetzt Nahkämpfer. Was, zu wenig Schaden? Oh Gott. Ey, geht er mir ein Peace mit Ruffy, ne? Oh, komm schon! Ist das denn ernst eigentlich, oder? Warum pisst er mich so an? 3000? Lol. Mit Sanji besiegen. Okay. Hm. Mal angucken. Er hat ja gar keinen Schaden. Kannst du jetzt mal Ruffy irgendwann in Ruhe lassen, du Piesnelke? Oh, meine ganzen Heiltränke, ey. Nur weil der Ruffy die ganze Zeit angreift. Ey, guck dir das an. Was soll das denn? Warum? Sanji steht genauso neben ihm. おろしちまう。待てろ。今行く。おい、お前。てめえ。トップグリーンの多彩性。必殺。早くもし。ああ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 。
Also noch nicht vorbei. Grabmal der Könige. Ab ins Grabmal der Könige. Ich bin bereit. Wir gehen rein. Ins Grabmal der Könige. Wohin ist Bonn gegangen? Drecksack ist weggelaufen. Grabmal der Könige. Kann man es für Speicherer mal machen, oder? Wie läuft das jetzt? Ah, mein Team ist falsch. Bisher anscheinend nicht. Ich würde echt gerne ins Grabmal der Könige auf jeden Fall, ja. Würde aber auch speichern zur Sicherheit gerne mal. Wo ist das Grabmal der Könige? Westlich vom Königspalast. Okay. Auf zum Grabmal der Könige! Oh, das sieht ägyptisch aus mit den Hunden, ne? Und es ist ja auch Wüste, stimmt's in Ägypten? Passt auch zum Grabmal der Könige, ne? Lol, ich check's jetzt erst, wir sind in Ägypten, logischerweise. Ich check's jetzt erst! Naja, und Anführungszeichen in Ägypten. Aber diesen Flamingo-Typen, ey, den will ich nicht mehr sehen, ne? Ich will den Flamingo-Typen nie wieder sehen und ich bin so froh, dass wir es geschafft haben, die Bonus-Herausforderung zu meistern. Weil das doppelte an EP ist schon, Alter, ne? Also statt 7.500, 14.000 zu bekommen, ist schon geil. Ist schon geil. Du bist eh zu fett. Das war knapp. Mir ist ja keine Lust gegen euch zu kämpfen, wenn ihr keine Bonuserfahrung gebt. Ihr Kacknasen. Auf jeden Fall das Item haben, wie immer. Keine Bonus-EP. Schade. Keine Schatzkiste hier irgendwo? Also eine Truhe, eine Vase. Keine Schatzkisten? Gibt's doch gar nicht. Gibt doch immer Schatzkisten irgendwo. Wir suchen auch immer dringend diese blauen Würfel. Grünen Würfel. Um unsere Art Eisener, um unsere Fähigkeiten zu verstärken. Und da ist eine Schatzkiste. Lustigster. Perus Hut. Oh, okay. Kann man den aufsetzen? Das hier wichtig. Robins Würfel, ja, die ist ja gerade nicht da. Die ist ja gerade nicht da. Kämpft dann immer heftiger, ja. Ich habe eine Idee, weißt du? Wenn wir aufhalten wollen, müssen wir uns aufteilen. Nein! Ruffy, Zoro, ihr kommt aus der Krokodil? Hältst du Rebellen auf? Dann kämpfen wir einfach, okay. Ich will mich nicht aufteilen. Die Rebellen sollten auf die Prinzessin hören. Dann mal los, Leute. Wen rieche ich jetzt im Team? Ah, perfekt. Er kommt mit uns. Ist sehr stark, seid vorsichtig. Ja, ich hab ein bisschen Schiss davor. Ich hab echt ein bisschen Schiss vor so Krokodil, ne? Ich werde nicht aufgeben. Yeah. Rein da. Was heißt, wenn ich da jetzt reingehe? Ist der Krokodile. Mit welchem Team soll ich reingehen? Ich habe alle? Ich bin verwirrt. Ich darf jetzt doch alle spielen? Aber Leute, ich würde sagen, Sir Crocodile besiegen wir nächste Folge. Wir sind schon bei 40 Minuten. Und ich wollte es immer so circa 45 Minuten machen, eine Folge. Wenn wir jetzt Crocodile auch noch besiegen, dann sind wir über eine Stunde. So oder so. Also gefallen, wisst ihr Bescheid. Däumchen nach oben. Wir haben den Flamingo besiegt. Das war ein furchtbarer Gegner. Eure Meinung zum Flamingo gerne mal in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Viel Spaß und weiteren Videos auf der Endcard. Bis zum nächsten Mal. Bruder Fasken raus. Und ciao.